einen Kuss. Und ich hatte 50.000 Abonnenten dabei. So, da sind wir jetzt in der 6. Folge YouTubers Live. Ich gehe mal direkt rein. Das ist die erste Folge nach der Vorproduktion, also nach der ersten Vorproduktion. Und hui, wir sind jetzt wieder hier drin. So, was kann ich machen? Du hast deine monatliche Rechnung bezahlt, $80, okay. Ich glaube, das kann ich eh nicht. Warte, ich muss mal die Kamera wechseln. Boah. So, die ersten 3 Folgen sind jetzt draußen. Ich glaube, so weit sind wir. Ja. Und dann guck ich mal. Neues Gaming-Video. Passt jetzt schon so. Was ist gerade angesagt? Planet Cutter. Ja, mache ich das. Dazu mache ich eine Review. Natürlich, genau so. Kein Filter und Mono-Ausgabe. Das beste Spiel. Spiel, was ich je gespielt habe. Ausrufezeichen. So, weiter geht's. Komm, mach schneller. Brauch ein neues Video. So, natürlich die formelle Begrüßung. So, dann. Ich habe ein verstecktes Item gefunden. Mörderischer Blick. Endlose Dialogszene. Singender Kommentar. Der passt da nur perfekt. Zeit bevor das Spiel startet. Ein sarkastischer Kommentar. So, vielleicht noch ein bisschen Skript. Du schaltest die Kamera aus. Da haben wir ein bisschen für Skript. Und so, jetzt. Muss ich das irgendwie schneiden? Und dann macht das so. Ne, warte. Irgendwie habe ich mir anders gedacht. Und so. Und so. Ich hoffe, dass jetzt wieder Ton aufgenommen wird. Und vorher nicht. Da kann meine Mutter kurz rein. Ich hoffe nicht so schlimm, so fertig, passt so. Rendern. 99% Interesse, das ist ziemlich stark. Komm schon, schneller, hochladen. Das ist echt ein Scherz. Okay, dann kann ich so lange das Rendern für meinen Kurs fortsetzen. Danach gehe ich mal schlafen, dann essen. Und was willst du? Es ist ein schönes Wetter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich rausgehen will oder hier bleiben, um zu zocken. Ja, kannst nicht zocken. Musst rausgehen. Kann ich irgendwas mit dir machen? Okay. So geht es, geht das Gerücht rum, dass du nur Videos machst, um Geld zu verdienen. Ich denke, es ist besser, sowas zu ignorieren. Die meisten Abonnenten fallen nicht auf die Lüge rein, aber ein paar schon. Und die haben dich deabonniert. Mano. So, komm, mach schneller. Danach könnte ich mal... Wow. Was, Kommentare? Ha, das Video ist toll. Weißt du, das macht gar keinen Sinn. Ich habe auf dein erstes Doll-PC-Video gewartet. Das macht keinen Sinn. Ja, okay. Konntest du das mal abbrechen? Hallo? Unterbrechen. Geh jetzt mal schlafen. Danach was essen. Okay. Akzeptieren. So, danach können wir mal aufrüsten. Hallo, mein Name ist Isabel und ich rufe wegen einer Bankangelegenheit an. Wir würden Ihnen gerne unsere Verbraucherkarte anbieten, womit Sie tausende Rabatte bekommen, wie zum Beispiel das 2-für-1-Angebot im Kiwi-Markt und Rabatte auf chinesischen Märkten. Lass sie reden. Du lässt sie alle alleine weiterreden und deine Abonnenten lieben deine Telefonverkäufer-Trollfähigkeiten. Wow. Ja, essen. So. So, danach gehen wir einkaufen. Das Ganze können wir mal so machen. Dann können wir ein bisschen einkaufen gehen. Und zwar was CPU 575 habe ich nicht, 390 auch nicht. Und Tastatur, eine neue. Ja, komm. Mache ich. So, aussehen. So, Monitor. Kann man auch mal einen neuen gönnen, ne? 450, nein. 150. So, 200. 200 passt. So. So, jetzt gleich. Ja, das interessiert mich nicht. So, dann kurz fortsetzen, solange das noch nicht da ist. Ah. Und dann irgendwann habe ich das dann hier voll. So, öffnen. Boom, eine neue Tastatur. Und der neue Monitor ist auch wieder da. Dann unterbrich mal den Studienkurs. Und wobei, wir könnten mal ein neues Spiel uns kaufen. Ich habe ja noch die 74. Und da kriege ich eh bald wieder 100. Amazing On. So, Topseller. Plant vs. Cutter 2 habe ich doch gerade schon. Die anderen, da bräuchte ich mal ein neues wieder, ne? Ein neues Spiel. Weil die habe ich ja alle. Was geht? Ich bin nur da, um ein bisschen zu spielen. Hä? Ist das jetzt gerade sein Ernst? Muss mir aufnehmen, neues Gaming-Video. Wieder Planet Cutter, weil der Rest ist ja eh nicht angesagt. Also, Video starten. So, fortsetzen. Es geht. Warte, nee, ich nenn's anders. Ich nenn's das beste Video auf YouTube. Ausrufezeichen. So. Dann habe ich bald schon die 50.000 Abonnenten. Aufrufe, die 50.000 Aufrufe, genau. Die formelle Begrüßung natürlich. So, als nächstes dann ein professioneller Kommentar, weil ich ein Level aufgestiegen bin. So, dann episches Spiel, da mache ich dann mal die fröhliche Äußerung. Dann geht Schauspieler und Skript nochmal hoch. Du hast ein Achievement mitbekommen, ein singender Kommentar für Nachbearbeitung und Sound. Und erste Zusammenfassung des Spiels wird angezeigt, da kommt das Outro mit Logo. Perfekt. Weiter geht's. So. So. Nein, so. So und so. Oder die beiden vertauschen. Nee, das macht keinen Sinn. Das ist ziemlich egal und ich möchte nicht rendern. So, jetzt rendern. So, und der Rest ist zwar nur 50%, aber was soll ich machen? Kommt keine neuen Videos raus. Okay, nein, kann ich nicht. Okay. Hallo, ich möchte dich heute Abend gerne ins Kino einladen. Ich habe nein. Ich gehe nicht ins Kino, ich muss mal kurz verbessern. Der wird so lange repariert. Und ich habe einen kurzen Kommentar wieder bekommen. Hä? Hey, oh lol. Warte mal kurz. Studienkurs unterbrechen und wieder fortsetzen. Hä? Kurs fortsetzen. Hä? Warte, mal gucken. Drehbuch und Erzählung für Video-Nachbearbeitung für Anfänger. Starte Kurs. Den möchte ich jetzt machen. Gut. Hm. Wow, ich habe einen Hashtag freigeschaltet, neue Karten, maximale Glühlampen erhöht, Clothing Shop, Idea, PC World und Superfood. Wow. So. Das Video ist jetzt da. Kommentare. Ich habe auf den blablabla, 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 blablabla. Und bewerben. $100. Warum kann ich das noch nicht? Warum kann ich kein Hashtag machen? Egal, erzähl's rum. Die sollen es rum erzählen. Kriege ich nämlich ein bisschen mehr Abonnenten. So. Ich kann mal gucken. Wie sieht's denn hier aus? Was macht das? Der Luke. Mit dem könnte ich was aufnehmen. Chat. Was ist einladen? Wir werden uns dort treffen. Ich komme. Okay, der kommt jetzt. Hallo. Hallo Fiona, wie geht's dir? Hey, ich muss gerade etwas für meinen PC holen. Ich bin gleich wieder weg. Okay. Reden. Komm, du kannst ihn mal unterbrechen, den Stullenkuss. Und ich hatte 50.000 Abonnenten erreicht. So langsam konnte man mich zu den bekannten YouTubern zählen. Doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauchte etwas Größeres. Einen größeren Ort, um noch viel mehr Videos zu machen. Ich brauchte meine eigene Wohnung. Okay. Übertreib halt direkt. Hallo, ich bin von der Gasfirma. Ich soll nach deinem Boiler sehen. Kann ich reinkommen? Ja, komm rein. Der Mitarbeiter der Gasfirma hat einen Teil ausgetauscht und dir dafür $80 in die Rechnung gestellt. Jetzt geht dein Boiler wieder, aber vorher $50? Warum steht da? Okay, was macht der? Reden. Du solltest dich mit dem anfreunden jetzt. Solange ich spielt. Warte. Okay, jetzt auf Wiedersehen. So, ich muss einkaufen. So, einkaufen. Amazing On. Topseller. Kam kein neues Spiel raus. Gerade kam auch ein neues Spiel raus. Okay, dann halt nicht. So, dein Zuhause. Umziehen. Ja, mach ich. Warum nicht? $23 monatlich halt, ne? Aber Arbeitsplätze 2. Umziehen. Vor dem Ausziehen muss ich mir Gedanken darüber machen, was ich meinem momentanen Mitbewohner erzählen soll. Okay. Wo ist mein momentaner Mitbewohner? Hey Joel, ich habe gehört, dass du in einer größeren Wohnung bist. Weil du etwas mehr Platz brauchst. Ich bin sicher, dass du mich nicht als deinen undankbaren Kumpel mitnehmen willst. Nein, danke. Ich habe dieses Zimmer für dich gefunden und so dankst du es mir. Ich dachte, wir wären Freunde. Dein Erfolg steigt dir zu Kopf. Mach's gut. Ich hoffe, du gehst unter. Egal. War nur ein Freund. Und neue Wohnung. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Okay, ja. What? So ein Mega-Ding. Ja, nice. Honey, Einladung zu einer. Okay. Einladung zu einer Veranstaltung. Lieber Jay, wir würden uns freuen, dich Wir freuen uns, dich zur Präsentation unseres neuen Videospiels Orbital Vigilante einzuladen, welches bald für Honey Play Studios 2 erscheint. Wir zählen auf deine Mithilfe. Liebe Grüße. Okay. Die neue Wohnung war toll und vor allem viel größer. Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal angestellt und doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. What? Meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeiten, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchten. Okay. Wo ist mein Mitarbeiter? Wo bist du? Neue Verdienstmöglichkeiten verfügbar. Ach so, ich habe noch keinen. Okay. Neue Aufgabe verfügbar. Abonnenten Ahoi, okay. Warte, wo bin ich? Geh hoch. Okay. Hier oben ist ja gar nichts. Okay. Geh wieder runter. Hey Joel, ich möchte ein Gameplay-Video machen. Weiß aber leider nicht, wie ich es aufnehmen oder bearbeiten soll. Könntest du es hochladen? Okay. Schaltet sich Honey Play Studios 2. Okay. Ich werde mal gucken. Stelle einen Mitarbeiter. Um einen Mitarbeiter einzustellen, musst du gut mit ihnen befreundet sein und ihnen vorschlagen, mit dir zusammenzuarbeiten, wenn ihr zwei alleine seid. Wirf einen guten Blick auf ihre Fähigkeiten, da sie die Möglichkeit haben, selber Videos für deinen Kanal zu erstellen. Okay. Ja, hier der, ne? Der Luke. Der ist in Mode. Die Frage ist halt, kann ich dem das auch? Du kannst ihn nicht einstellen, du hast nicht das richtige Verhältnis zu ihm. Chatten. Warte, Honey Play Studios. So, wo ist mein... Verliest... Warte, hör auf, hör auf. So, warte. Da. Nee, das ist in Kurse. Wo sind denn meine Spiele? Schlafen. Wo... Der Kühlschrank ist... Hier, da, da, da. Mann, ich kenne mich hier in der neuen Wohnung nicht aus. Geh nach oben. Du hast Hunger, habe ich gehört. Ist hier oben der Kühlschrank? Das wäre behindert. Ne, hier oben ist er nicht. Mal wieder nach unten. Ja, wo ist denn der Kühlschrank? Hey, wo ist der Kühlschrank? Ich brauche was zu essen. Wo kann ich was zu essen mir holen? Einkaufen. Hey, wo ist mein zu essen? Vielleicht muss ich erstmal einkaufen. Einkaufen. Nee, das wollte ich nicht. Einkaufen. Oh no. Oh no, jetzt will ich zum Event. Oh nee, das ist ja gerade voll behindert. Okay. Danach müssen wir aber mal langsam die Folge beenden. Oh nee, ey. Jetzt hänge ich hier wieder rum und die labert irgendeinen Grütz. Die Frau. Bla bla bla. Ich hab Hunger. Das ist eine Simulation für. Ja, das ist mir ziemlich geil. Ich gehe jetzt, ja komm, geh. So, komm, schneller. So, ich könnte noch für die Presse posieren. Vielleicht gibt es ja hier was zu essen. Nee. So, für die Presse posieren. So. So. Wie bin ich eigentlich? Ich bin Rang 44, okay. Du kannst jetzt gehen, du bist noch nicht wirklich. Ja, komm, dann gehe ich halt. Gehe ich heute nach Hause. Aber zu Hause geht's dann weiter in der nächsten Folge. Bis dann. Yeah. Ciao.